Reicht auch eine Handkaffeemühle oder muss es immer eine elektrische sein? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Immer wenn es um das Thema Maschinen geht, so im Verkauf, wenn ich Beratungsgespräche führe, geht es sehr häufig darum, ah, ich habe keinen Platz in der Küche, gibt es da nicht was Kleineres, muss es denn eine große, voluminöse elektrische Kaffeemühle sein, geht da nicht was Praktisches, geht da nicht was Kleines, vielleicht sogar für unterwegs. Ich habe mal von meinem Zulieferer mal wieder eine Handkaffeemühle bekommen, sodass ich dann auch eine Alternative zur elektrischen Mühle da habe. Und die packe ich mit euch mal gemeinsam aus heute. So, sehr sorgfältig eingepackt, das ganze Ding. Das ist jetzt so ein No-Name-Produkt, das ist also keine große Firma, die jetzt dahinter steckt. Aber wie man so sieht, ist das schon alles sehr sorgfältig eingepackt. Da gibt es dann entsprechend auch einen Reinigungspinsel mit dazu. Dann haben wir hier diese, ich denke, das dürfte Aluminium sein, Aluminiumdruckguss, die wir hier haben, die Mühle. Die lässt sich hier aufschrauben. Hier kommt dann am Ende das Kaffeemehl rein, wenn man dann mahlt. Hier hat man dann die Mahlgradverstellung, die man dann hier einstellen kann. Das werden wir gleich nochmal ausprobieren, ob die dann auch fein genug mahlt. Dann hat man hier drin, sieht man das Kegelmahlwerk, das holen wir auch gleich nochmal gemeinsam raus. Die Handkurbel, die hier aufzusetzen ist, ist auch sehr wertig gearbeitet, also auch komplett aus Aluminium, die dann hier geschraubt ist. Also ist kein Kunststoff verbaut, was ich eigentlich ziemlich positiv finde. Und das Ding ist also auch Doppelkugel gelagert, sodass es auch von der Leichtgängigkeit her letztendlich dann gegeben ist. Man darf aber nicht vergessen, sobald da Bohnen drin sind, ist natürlich ein Widerstand da. Und je feiner ich das Ganze eben mahlen möchte, umso länger dauert das letztendlich. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Kriterium, was ich dann meinen Kunden auch mitgebe. Also wenn du für dich alleine morgens einen Kaffee machst, reicht das Ding allemal aus. Wenn du Besuch bekommst, wo dann 10 Leute gerne einen Kaffee haben wollen, hast du ein Problem.